Ja, willkommen zurück auf unserem Kanal, Ihrem Lang Henrich. Wir machen weiter in unserer Serie die 15 Partien aller Zeiten. Heute habe ich uns eine Partie mitgebracht aus dem Jahr 1893 zwischen Mackenzie und dem Schwarzspieler Frank Collins. Und ja, die ist sehr, sehr schön, eine sehr, sehr kurze Partie. Sollte man kennen, sehr ästhetisch, sehr taktisch und ihr könnt auch ein bisschen wieder Züge raten und das Matt finden. Nur 13 Züge, so viel sei verraten. Ja, hallo Ferenc. Als wir da gerade durchgeklickt haben, habe ich auch gesehen, Mensch, also ganz schön knackig. Also so einfach in der Studie, wenn du dann siehst, wie wenige Züge das sind und dass es ja auch dass es auch zu einem Matt führt am Ende und nicht einfach nur zu einer Aufgabe. Interessant. Also freut mich, dass wir uns das gemeinsam anschauen. Und jetzt schauen wir da rein. Legen wir direkt los. Wir schauen es uns aus der schwarzen Perspektive an. Also unten am Brett sitzt quasi Frank Collins. Und es geht los mit E4, E5, Springer C3, F3. Und wir sind ganz kurz im Königsgambit, aber nur ganz kurz. So halb ist Königsgambit, aber es ist im Prinzip streng genommen Wiener Partie, als die Eröffnung, die jetzt entstanden ist, nach dem Zug F4. Genau. Also um ins Königsgambit zu gehen, müsste Schwarz jetzt nehmen, oder dann? Ja. Könnte man vielleicht sagen, angenommen das Königsgambit. Ja. Genau, soweit alles ausgeglichen. Also weit alles in Ordnung. Tatsächlich einfach eine Eröffnungszüge. Genau. Und jetzt schon so einer der eher ungenauen Züge von Weiß. Ne? Also eigentlich soll der Weiß sich auch entwickeln. A3 ist jetzt nicht ganz so passend, ja. Und Schwarz nutzt es im Prinzip schon so ein bisschen aus. Wahrscheinlich hat er das hier schon so ein bisschen den Braten gerochen. Ne? Entwickelt jetzt seinen Läufer F8, aber nicht etwa, wie man denken könnte, nur nach E7, sondern nein, direkt nach C5. Das heißt sozusagen mit der Intention, jetzt hier Läufer F2 bzw. Springer F2 zu drohen. Und Weiß kann ja in dem Moment auch nicht rochieren. Mhm. Also Läufer C5, aber er musste natürlich schon auch mit der weißen Antwort jetzt hier rechnen. Denn Weiß sagt sich, okay, dann blockiere ich jetzt diese Diagonale und spiele D4. Und jetzt seid ihr gefordert, Schwarz am Zug. Wie hat jetzt der Frank Collins fortgesetzt auf den Zug D4? Okay, wahrscheinlich ein bisschen zu einfach, ich weiß es nicht, ja, weil wenn jetzt einfach nur der Läufer zurückgezogen wäre nach E7 oder Läufer nach B6, ja, hätte ich euch vielleicht gar nicht diese Frage gestellt. Das heißt, der eine oder andere hat jetzt hier schon so ein bisschen gerochen, hier liegt was Taktisches in der Luft. Und hier liegt tatsächlich was Taktisches in der Luft, denn Schwarz kann hier Springer schlägt D4 spielen. Die Frage ist nur, wieso funktioniert das? Wieso geht hier Springer schlägt D4? Ist ja im Prinzip ein Springeropfer, ne? Weil Weiß kann ja einfach Springer F3 schlägt D4 spielen und so folgt ja auch die Partie. Genau, denn, ja. Ja, und da kann man, also ist immer super interessant, weil der... Also bei Weiß der Springer auf F3 und für Schwarz der Springer auf F6 hat ja vor allen Dingen die Aufgabe, bietet ja auch ein bisschen Schutz für den König, weil in diesen Verzweigungen muss man jetzt einfach sehen, und ich glaube, das ist jetzt auch also der logische Folgezug, jetzt geht Dame H4 Schach. Genau. Und das wäre vorher natürlich nicht gegangen. Und auch, also ich sage jetzt mal sowas wie G3 scheitert an Springer schlägt G3. Weil du nicht zurückschlagen kannst, der Turm hängt und sowas. Also Ferenc, verbessere mich gerne, wenn ich da falsch liege, aber sowas ist, fällt, also wenn man bestimmte Stellungen oft genug spielt, dann fällt einem auf, dass sowas geht. Und vielleicht war das die, könnte man eigentlich von Ablenkung sprechen, oder? Vom taktischen Motiv der Ablenkung. Ja, wobei man halt immer wieder sagen muss, ne, es ist halt trotzdem eine ganze Figur, um was abzulenken. Also manchmal lenkt man ja nur ab, indem man einen Bauern gibt. Ja. Man halt auf und das heißt, es muss schon ganz konkret dann auch funktionieren. Genau. Genau, Dame H4 Schach. Das Schöne ist jetzt auch, König E2 funktioniert nicht. Wenn der König jetzt rauslaufen würde, ne? Dann hätte man Dame F2 Schach. Vielleicht kannst du es einmal ganz kurz illustrieren oder ganz kurz zeigen. Dame F2 Schach. König muss nach D3, auch wieder nur ein Feld. Dann könnte man in Ruhe Dame schlägt D4 Schach spielen. Genau.
König muss nach E2, jetzt hat man noch Läufer G4 Schach. Dann wäre mindestens schon mal die Dame weg, aber es ist noch viel schlimmer für Weiß, weil auf König E1 folgt einfach Dame F2 Matt. Genau. Genau, also wie Ferenc so schön kurzerhand erklärt hat, gibt es da wenig aus. Genau, deswegen muss er im Prinzip G3 spielen. Springer schlägt G3. Ja, aber jetzt ist halt die Frage, Thomas, ne? Weiß sieht das ja, dass H schlägt G3 nicht so stark ist. Und Weiß spielt aber hier den Zug Springer F3. Und wie soll es denn danach weitergehen? Ja, das nennt man, ja, wie soll ich sagen, ist halt Gefährdungspotenzial, ja, also Schwarz droht jetzt den Turm und Weiß denkt sich einfach, alles klar, dann bedrohe ich deine Dame, ist ja so gesehen wertvoller. Genau. Und also Schwarz kann jetzt auch nicht mit einem Schach ausweichen, also man denkt ja im ersten Moment vielleicht drüber nach, zu sagen, gut, dann spiele ich Dame E4 Schach, aber das Feld ist halt leider gedeckt. Wir blenden den Zug mal ein. Und, jetzt und ich glaube, da muss jetzt jeder von euch auch mal drüber nachdenken, weil da kommt jetzt wirklich auch das, also ja, das schöne, der schöne Moment innerhalb der Partie, weil es eine Lösung gibt. Genau. Und wir lösen jetzt auf, oder Ferenc? Jawohl, wir lösen jetzt auf. Und wie immer bei sowas muss es was furchtbar Konkretes sein. Und was wir finden, oder was Frank Collins hier entdeckt hat, ist Läufer F2 Schach. Genau. Warum Läufer F2 Schach? Gut, der König soll nach F2 gelockt werden. So kommt es ja auch. Und bevor wir aber das anschauen, so wie es ja auch die Partie, so wie auch, wie auch der Partieverlauf war, sollten wir auf den Zug König D2 eingehen, also sozusagen die zweite Möglichkeit erstmal betrachten. Deswegen würde ich dich bitten, mal den Zug König D2 auszuführen. Auf König D2 würde Schwarz Dame F4 Schach spielen. Jetzt hätten wir dort auf jeden Fall einen Schach. Gut, der König hat nur ein Feld, der muss nach D3. Und jetzt würde der Läufer auf C8 noch mit ins Spiel kommen und es würde Läufer C8 nach F5 kommen, genau, wieder mit Schach. Ja, und spätestens hier fällt die weiße Stellung auseinander. Ach so, quasi kannst du noch den Springer dazwischen ziehen und dann... Genau, dann kann ich mir aussuchen, welche Spieler schlagen möchte. Das Beste ist sogar, mit der Dame zurückzuschlagen. Aber ja, das erkennt man relativ schnell, dass das hier sozusagen hoffnungslos ist. Mhm. Also vielleicht noch König C3 und dann könnte man sogar noch D4 Schach spielen. Eigentlich auch eine schöne Variante, ne? Genau, was willst du sehen? Springer schlägt D4 oder ein Königszug? Das kannst du dir aussuchen. Machen wir Springer schlägt D4. Okay. Dann Läufer schlägt D4. Genau, vielleicht Dame schlägt D4, weil sonst wärst du im Rückstand. Ja, und jetzt, das wäre dann, dann hätten wir die Partie zu einem anderen Thema verwandt, zu dem Thema. Entschuldigung, Königsjagd, Dame schlägt C2 Schach würde jetzt folgen. König muss nach B4. Und jetzt haben wir noch einen Schach. Wir spielen, genau, jetzt kommt der Bauer 12, A5 Schach. A5, ah, siehst du, ich dachte gerade über C5 nach, aber. Der Dame schlägt C5, ne? Genau. Wieder ein konkreter Zug. König muss nach B5 und Dame C6 Matt. Cool. Ja. Ja. Aber. So kam es nicht. Anders. Ja. Und deswegen ist das diese Partie geworden zu den besten Partien aller Zeiten. Spaß muss sein. Genau, also König schlägt F2 und Springer E4 Doppelschach. Genau, das Doppelschach ist, glaube ich, der Knackpunkt an der Sache. Also, genau, dass man hier diese zwei Angreifer auf den König hat. Weil alles für sich, also jedes Einzelne könnte man ja lösen. Aber so muss der König auf E3. Ja, König G2 würde mit Dame H2, Dame F2 matt, Entschuldigung, beantwortet werden. Ja. Oder auch König G1 auch mit Dame F2 matt. Also im Endeffekt beide, also ja.
Egal, König G2 oder König G1, immer Dame F2. Und auf König E3 folgt auch der Zug Dame F2. Allerdings halt noch nicht mit Matt, sondern ein Stückchen weiter. Genau, deswegen aber auch Dame F2, Schach, König F4 und das Ja. abschließende Matt wieder mit einem Bauern, nämlich G5, Matt. Jetzt haben wir ein Matt in 13 Zügen hinbekommen. Also nicht wir, sondern. Ja, Frank Collins, wie auch immer, aber sehr spektakulär. Also im Endeffekt diese zwei Knackpunkte, die wir da haben. Also einmal Springeropfer und dann noch ein Läufer hinterher. Das Beeindruckend. Besondere ist halt, der muss es halt auch schon berechnet haben bei dem Zugspringer schlägt D4. Ne? Also er muss da schon alles gesehen haben, weil sonst kann man, gut, dann kann man das natürlich auch opfern und dann verliert man eventuell so eine Partie auch, ja, und dann ist es halt nicht mehr eine der besten Partien aller Zeiten, sondern dann geht man vielleicht als großer Patzer, weil man irgendwelchen Quatsch gemacht hat. Aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass der Frank Collins das gesehen hat und das auch berechnet hat. Ja? Und das ist schon eine besondere Leistung und sehr, 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 sehr schön. Ja? Also. Jetzt auch nicht ganz so leicht vom Variantenbaum her, das wirklich so zu sehen. Also gerade das Läufer F2 Schach ist schon ziemlich beeindruckend. Das muss ich sagen, ja. Ja, also das hier, ich meine, das muss man ja sagen, das ist ja soweit noch relativ logisch. Ja. Auch das habe ich ja auch gesagt, vielleicht ein gängiges Motiv und so weiter. Aber also hier nach Springer F3 sich das schon drei Züge vorher auszurechnen und zu sagen, alles klar, dann spiele ich Läufer F2 Schach. Genau. Und also, ja, das ist, ich habe es beim letzten Video schon gesagt, vielleicht in meinen Augen, das unterscheidet die ganz Großen von den Großen und von den durchschnittlichen Spielern, ist diese Visualisierung. Also sich vorstellen zu können, wie sieht das Brett in 5 Zügen aus, welche Varianten gibt es, welche Verzweigungen gibt es und wie komme ich da zwangsläufig immer als Gewinner raus. Also dieses Doppelschach visualisieren zu können und ab dann ist es natürlich dann ein, ja, Matt in 3 Zügen. Was mir jetzt am Ende des Videos noch auffällt, und für den einen oder anderen, einen Zug oder eine Variante hatten wir jetzt noch nicht ganz gezeigt, wenn jetzt nicht König F4 gekommen wäre, sondern König D3, dann gäbe es auch ein sehr schönes Matt, nämlich Springer C5 Matt. Genau, Springer E4 nach C5 mit Matt. Ja, also auch eher ungewöhnlich, dass das jetzt hier so ist, ja, aber genau hier. Hat halt Schwarz alle Felder unter Kontrolle und ja, es ist auch ein schönes Matt mitten auf dem Brett. Ja. Alles klar. Ich glaube, da haben wir alles gesehen. Ich denke auch, hoffentlich hat euch die Partie auch gefallen. Vielleicht kannte es auch der eine oder andere noch nicht. Sie ist zwar recht bekannt, aber ja, im Prinzip lohnt sich das immer mal wieder, sowas sich hervorzurufen. Ja, es ist halt immer wieder schön, das auch anzuschauen. Ja. Sehr, Absolut, sehr, ja. sehr taktisch. Ja. Absolut. Bis hoffentlich bald. Viel Jo, Erfolg am Brett. Alles Gute. wünsche ich auch.